Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 9.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur FotoGleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, dann schauen wir mal in den heutigen Item Shop rein und da haben wir den Straßenstürmer als neues Outfit. Wir beginnen auf der rechten Seite mit dem Vollablachen für 500 V-Bucks. Das Teil finde ich mega geil, geht von mir 10 von 10. Dann hat ihr ein Voting von 3,89 von 5 bei 53 Votes am 4. Juni 2018. Das erste Mal drin gewesen, 17 Mal, 96 Reminders, letztes Mal im Shop vor 28 Tagen. Dann kommen wir zum Sonnenstich. Ne, relativ coole Picke für 500 V-Bucks, Teil des Schnurgefahr-Sets. Das Teil geht von mir 7 von 10. Die Jagged Edge hat hier ein Voting von 2,75 von 5 bei 4 Votes am 30. August 2019. Das erste Mal drin gewesen. 3x, 3 Reminders. Das letzte Mal im Shop von 39 Tagen. Dann haben wir den rasenden Ansturm. Ein Fortbewegungs-Emote. Passt gerade irgendwie richtig gut zu der Musik. Für 500 V-Bucks das Teil kriegt von mir 7 von 10. Full Tilt hat ja ein Voting von 4 von 5 bei 20 Votes. Am 22. September 2019 ist erstmal drin gewesen. 3x, 25 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 16 Tagen. Holoscan, habe ich ein Gameplay dazu. Oben rechts sitzt in der Ecke verlinkt für 300 V-Bucks. Relativ cool das Teil. Kriegt von mir 10 von 10. Die Scanline hat hier ein Voting von 4,69 von 5 bei 16 Votes. Am 18. Juli 2019 ist das erstmal drin gewesen. Viermal seitdem 40 Spielmeilen. Das letzte Mal im Shop vor 26 Tagen. Dann haben wir den Prickly Patroller. Die stachelige Streiterin. Für 800 V-Bucks das Teil. Jo. Finde ich inzwischen ganz witzig. Kriegt von mir 7 von 10. Prickly Patroller hat hier ein Voting von 3,46 von 5 bei 52 Votes am 4. April 2019. Das erste Mal drin gewesen. 8x. 31 Mal. Das letzte Mal im Shop vor 16 Tagen. So, dann haben wir die Auch Teil des Schnurgefahr-Sets. Wie sie dreckig das Mädchen hier, Schnecksche. Ja, kriegt von mir 5 von 10. So, hat hier ein Voting von 2,71 von 5 bei 21 Votes am 30. August 2019. Das letzte Mal drin gewesen. 3x, 8 Reminders, das letzte Mal im Shop von 39 Tagen. Presslufthacker für 500 V-Bucks. Das Teil des Tierjackensets. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen mit dem Teil. Das kriegt von mir 4 von 10. Der Jack Spammer hat hier ein Voting von 2,48 von 5 bei 29 Votes. 9. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 10x, 2 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 36 Tagen. Dann sind wir bei dem Flauschsegel, auch der Parasoil. Da kann ich ebenfalls nichts anfangen. Zwei Styles hier. Ich finde das Ding einfach nur hässlich. Kriegt von mir 3 von 10. Der Poofy Parasoil hat ja ein Voting von 3,31 von 5 bei 29 Votes. Am 9. November 2018 ist erstmal drin gewesen. 10x 3 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 36 Tagen. Dann geht's weiter hier mit dem Schlappohr Flapjacky. Jo, da gibt's den dunklen Style. Da finde ich sie deutlich besser. Flapjacky kriegt dann im dunklen Style von mir. Oh. Da geht es von mir 7 von 10. Ansonsten finde ich die nämlich überhaupt nicht interessant. So, hier haben wir ein Voting von 3,43 von 5 bei 102 Votes am 9. November 2018. Das ist mal drin gewesen. 10x 145 Reminders. Das ist letztes Mal im Shop vor 36 Tagen. Dann haben wir als nächstes den Knurrer für 15 V-Bucks. Auch mit zwei verschiedenen Styles. Auch da der dunkle Style deutlich viel geiler als der andere. Da kriegt der Teil von mir auf jeden Fall auch 7 von 10. Das ist der Growler und hat hier ein Voting von 3,08 von 5 bei 63 Votes am 9. November 2018. Das ist mal drin gewesen. 10x, 40 mir meinen, das ist jetzt mal im Shop vor 36 Tagen. So, dann sind wir hier auch soweit durch mit diesem Set. Dann geht's weiter hier mit den Kuschelkrallen. Teil des Royale Romantik Sets für 800 V-Bucks. Ja, kriegen von mir 7 von 10. Die Cuddle Paws haben hier ein Voting von 3,67 von 5 bei
18 Votes am 15. Februar 2019 das letzte Mal drin gewesen. 7 Mal, 9 Reminders, das letzte Mal im Shop von 49 Tagen. Dann haben wir das, die Kuscheltarnung, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Überhaupt nicht meine Farbe, sorry. Überhaupt nicht meine Farbe. Geht von mir. 5 von 10 für 300 V-Bucks. Das ist hier Cuddle Camo, hat hier ein Voting von 3 von 5 bei nur einem einzigen Vote am 21. August 2019 das erste Mal drin gewesen. Jetzt das zweite Mal. Jo, 49 Tage ist es her. Da kam das Ding rein. Die Kuschelbeauftragte. Jo. Das dunkle Bärchen finde ich geiler als dieses Teil hier. Aber ist halt auch inzwischen schon Kult. Geht von mir inzwischen auch schon 7 von 10. Hat hier ein Voting von, wo ist sie denn? Cuddle Teamleader, 4,16 von 5. Bei 277 Votes am 10. Februar 2018 ist das mal drin gewesen. 26 Mal, 227 Reminders, letztes Mal im Shop von 49 Tagen. Ist jetzt auch schon ein bisschen mehr, ja. Dann haben wir diese mega geile Kuschel Airlines, diesen Gleiter für 800 V-Bucks. Ich finde den richtig, richtig, richtig nice. Geht von mir 10 von 10. Das ist der Cuddle Cruiser und hat 3,38 von 5 bei 16 Votes am 2. April 2019. Das ist mal drin gewesen. 5 mal 9 Reminder, setzen wir schon vor 49 Tagen. Mal wieder Luft bekommen. So, jetzt kommen wir zu dem neuen Outfit für heute. Das ist der Straßenstürmer. Und ich finde, der sieht eigentlich ganz okay aus. Für 1200 V-Bucks leg dich ins Zeug. Habe ihn aber nicht auf der Map finden können. Hab nach ihm gesucht. Kriegt von mir 7 von 10. Schauen wir mal, gibt es denn dazu schon ein Voting? Nö, bis jetzt noch nichts. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Mann gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.